Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Below Zero. So, wir haben ja, Folge, Fred und Emmanuel oder Man U, wie er sich nennen lässt, in einen Sympathieträger sondergleichen. Ach ja, so, wir schauen mal, vielleicht finden wir irgendwas Schönes hier unten noch, was wir scannen können, wie das zum Beispiel. Ein Frachtcontainer hier. So, wir schauen mal da. Tauchflasche mit hoher Kapazität. Das ist gut. Wir gehen gleich wieder nach oben. Ja, es wird knapp. Aber es ist so. Wir werden das hinkriegen. So. Besser zumindest als in der vorigen Folge. Da war schon alles dunkel. So. So, Bauplan. Nö, wo haben wir? Hier. Zweimal Glas, viermal Titan, können wir natürlich machen. Wäre eine feine Sache. Ich will nur einmal noch runter. Da ist es. Einmal noch kurz runter. Schön, schön. Warning. Passing 100 meters. Ja, ja. Oxygen efficiency so, kann man hier irgendwas? Ein Fenster. Yeah. So. Und hier irgendwas? Fenster. Okay. So. Dann nochmal rauf. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, ja. Ich habe nur die Angst, dass wir das dann nicht mehr finden. Wobei, wir werden alles finden. Man muss sich nur bemühen. So, mal schön nach oben. Kriegen wir hin? Oxygen. Ja, mit der neuen Sauerstoffflasche wird das alles funktionieren, wird das alles... So, wo? Hier. So, das heißt Südwesten. Werden wir hinkriegen. Südwesten. So, wir können ein Fenster bauen. Wie cool. So, Sauerstoffflasche. Schauen wir mal, dass wir die hinkriegen. Und dann natürlich den Seegleiter. Ach, so viel Zeug hier zum Scannen. Zum gemeinsam entdecken. Wie schön. Schön. Oh, wir müssen wieder rauf. Ich schwinde da so gemütlich herum. Dann nehmen wir da auch noch was mit. Ah. So, da waren wir ja auch schon. Oh, wie schön voll das Meer ist. Ich kann mich erinnern, wie das Ganze überhaupt noch nicht released war und wir haben schon gespielt. Also angetestet. Das war auch fein. Fein, fein, fein. So, da sind wir. Oh. Picked up what sounds like a distress call. Who or what is out here calling for help? It didn't sound human. Maybe it's from a remnant of Architect technology. In her message, Sam's colleague did say there was something important here. Even if it's just a mimic from one of the more intelligent aquatic specimens, that could be a major find. Or if it's from Altera, it could have bearing on what happened to Sam. I should definitely check it out. Tja. Werden wir tun. So, was haben wir denn für neue? Oh, ja, ja. Oh, wie cool. So, wir wollen, den da wollen wir bauen. Ja, und das da wollen wir bauen. Ne? So, wir brauchen zweimal Glas. Das wird der Spaß, das holen wir uns gleich. So, Zeug und Glas ist da drin. Dann nehmen wir das mal mit. Das muss reichen, oder? Nö, da brauchen wir noch mehr. Da brauchen wir noch mehr. Vorräte ansehen, ja. Da brauchen wir zwei Glas. So, und Kopfer brauchen wir ja auch. Und ich nehme da mal Kopfer mit. So. Oh, einmal müssten wir eine Batterie und einmal so eine Kopferspule haben.
Einmal Schmiermittel haben wir auch noch. Yeah. So, und dann nehmen wir auch gleich ein Silber mit. Gut, dass wir eins haben. Und machen ein Glas. So, Glas. Bam. Glas. Yeah. Glas. Super, Glas ist da. Hey, wir brauchen noch eins. Glas. Glas. Wunderbar. So, was können wir da machen? Wir auch noch eine Kupferspule. Noch klar. So, nö, hier, nein. Machen wir da. Das nehmen wir raus. Jetzt können wir es machen. So, und zwar die mit hoher Kapazität herstellen. Wunderbar. Und auch gleich den Seegleiter. Yeah. Ich finde das super, dass man das anhängen kann. Sorry, aber... Hm? So, könnte man noch eine Sauerstoffflasche machen, das ich jetzt echt gern. Mhm. So, wenn ich das dran pinne, die können wir hier entfernen. So, wir brauchen für eine normale brauchen wir das hier. Wir brauchen zweimal Titan. Wir hätten einmal hier, wir holen das schnell mal. So, einmal, zweimal Titan. So. Ja, wir holen noch mehr Titan. So. Und dann noch meine zweite Flasche. Ich weiß nicht, ob wir die brauchen, aber warum nicht? So. Einmal Silber. Gerne. Glas bräuchten wir auch noch. So, Zeug und Glas, das haben wir hier. Jawohl. So, wir fangen mal an. Wir bauen uns Glas. Eins und zwei. Und zwei. So ist es gut. So, dann bauen wir uns hier eine normale Standardflasche. Und jetzt hätte ich gerne aber eine mit hoher Kapazität noch. Wir brauchen noch ein Titan. Nein, 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 nein. So. Das Kupfer können wir eigentlich schon wieder weglegen, weil das brauchen wir nicht mehr. So, Kupfer, Kupfer, Kupfer. Yeah. Und das Zeug, Glas, Dingens kommt auch wieder weg. Genau, so muss es sein. So, und jetzt bauen wir uns die mit hoher Kapazität. Yeah! Super! So, toll. Jetzt können wir die nämlich wechseln. So. Jetzt könnte man sagen, die rein. So, aufgefüllt. Bam! Super, oder? Ich finde es schön. So, Baupläne, alle lösen. Was war denn das Neue, was wir da bekommen haben? Das hier, emailliertes Glas. Dazu Blei und Diamant. Na klar, Diamant. So, Moment, Moment. Das kommt auf 1. Das kommt auf 2. Auf 3. Dann haben wir 4. So, super. Und jetzt schauen wir da nochmal runter, ob wir das nochmal finden, diese Stelle mit dem Emmanuel. Der gute alte Emmanuel. Und es geht abwärts. Yeah. Oh, wie cool. Oh, wie cool. Sieht so schön aus. Was ist das? Ist das ein Ei? Nö. Warning. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Da können wir uns diese Geißelkörbchen wiederholen. So.
sind noch zwei. Eins, zwei. Hier. So, und da waren wir ja auch noch. Schön dabei. So, da könnte man rein, oder? Kann man rein? Ja. So, Konstruktionswerkzeug. Ist das cool. So, so. Einen Kasten hätte ich auch gleich gern. Ein Konstruktionswerkzeug. Yeah. Your blueprint synthesized. Ein Solarmodul. Oh, wird das schön. So, wir müssen noch einen Bioreaktor. Das wird auch schön. Ach, Batterieladestation, das wird noch besser. Erweiterter Kabelsatz. Ein herrliches Ding. So, dann nehmen wir da noch einen. Oh, Energietransmitter. Es wird besser und besser. So, ich würde jetzt nochmal schnell zur Base und dann zurück. Was ist das? Der Schatten da? Das sieht doch aus wie ein konstruiertes Teilding hier. Okay. Ach, da drüben, das da. Hallo? Ja, da ist es. Ja. So, was haben wir da? Ein Mineraldetektor. Sehr cool. So, da haben wir nichts, was wir brauchen. Das will ich haben. Oh, ein Schreibtisch. Yeah. So, haben wir den jetzt fertig? Ja, Schreibtisch fertig. Das will ich haben, das will ich auch, das will ich mitnehmen. Komm, wenn ich da schon herumstehe. Da bin ich eher nicht so. So, so, so. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Ach komm. Wo denn? So, da drüben. Da bin ich immer lieber ein bisschen vorsichtiger bei diesen Sea Monkeys. Ja, die wollen schon gerne immer stehen. Stehen. So, super. So, wir sind hier gleich zu Hause. Oh, ich freue mich schon. Bald geht's an mit der Base. Wir wollten es aber gemütlich machen, ne? Also, so. Hier haben wir Titan. So, das packen wir da wieder rein. Dann haben wir, Moment, wir könnten noch Batterien auch machen. Wo waren denn die? Hier. Kupfer und Geißelkörbchen. Wie viele von diesen Geißelkörbchen haben wir? 2, 4, 6, 8. Wir nehmen 4 Kupfer, 4 Batterien. Das kriegen wir hin. So. Wir nehmen da alles raus. Alles geht hier raus. Also Geißelkörbchen. Zuerst mal. Oh, Konstruktionswerkzeug. Komm, wir. Oh, anbinden. So, wir brauchen. Was brauchen wir denn? Mineraldetektor. Ja, machen wir später. Konstruktionswerkzeug. Oh, wie cool. Sehr cool. Ich freue mich schon, wenn wir die Base bauen, wenn wir die... Oh. Ah, schön. So, was brauchen wir? Wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen... Glas können wir auch bauen, aber zuerst mal einen Kabelsatz. Dann eine Batterie. Batterie, wie noch nie. So. Und dann haben wir ein Konstruktionswerkzeug.
Aha. Jetzt könnte man natürlich nochmal das hier bauen. Einfach so, wie es geht. So, was haben wir da Schönes? Einmal Wasser. Müssen wir trinken, unbedingt. Und hier haben wir was Neues. Ja, dann bauen wir es halt auch. Weil wir es können. Adding emergency shelter blueprints to your databank. Jetzt bin ich aber gespannt, was wir gekriegt haben. Bioreaktor spinnt, Batterieladestation. Oh ja, oh ja. Schön. Ich freue mich, ich freue mich. So, den können wir auch abpinnen. Oh, sie wollte doch noch was sagen. Builder Tool. You can construct sea bases from raw materials. Advising against exploring a frozen water continent without a base. No bed, no storage, no place to put a fabricator module. No fun. Gut. Ja dann. Das wird auch getrunken. So, dann packen wir da mal wieder rein. Wir haben das hier. Wobei, das kommt in Zeug rein. Das gehen wir auch tatsächlich rüber. So, die Sachen. Eine Batterie behalten wir uns. Nö, will ich jetzt nicht. Sauerstoff. Ach komm, gehen wir auch weg. Vorerst mal. So, Sauerstoff, da. Konstruktionswerkzeug würde ich tatsächlich gerne hier haben. So, und den Rest packen wir mal da unten rein. So, Kupfer, dann Zeug und Glas. Und Glas, so, das passt. Wir haben alles dabei. Da würde ich sagen, in die Richtung. Nochmal und runter. Ja, jetzt haben wir den zweiten Sauerstoffdingens nicht mit. Ja, es ist jetzt so. Ach, schön. Einfach nur Ressourcen holen. Ich möchte nur einmal noch runter Ressourcen holen. Und ich würde dann sagen, morgen fangen wir dann gemütlich an, uns einen Platz für die Base zu suchen, oder? Sind wir schon so weit? Oder wollen wir noch ein bisschen rumschwimmen? Was ja auch gut ist. Und möglich. Gut und möglich. Super. So, und rein. So, dann gehen wir diesmal auf die andere Seite und runter. Diese Haie, die tun dann auch weh, wenn sie beißen. Warning. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Das war aber echt Zufall jetzt. Ein Kreislauftauchgerät. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Das da ist diese Laternenlampe. Die so, Fragmentlichtstab. Super. Da war hier eine Höhle mit Geißeldingern. So, Lichtstab. Super. Müssen wir wieder rauf. Wir können ja eh gleich nochmal runter. Kreislaufteich. Mhm. Das Teichgerät. Da kreist auch so ein Hai. Es war jetzt halt schon die Base hier bei den Twisty Bridges zu bauen. War einst eine großartige Sache. Hat mir echt gut gefallen. Mit super Aussicht und so. Bin schon gespannt. Ich möchte grünes Wasser oder so will ich eher nicht. Da will ich irgendwas Schönes danach. Nochmal runter. Schau mal, ob wir was Feines finden. Ja, da können wir natürlich scannen, aber das können wir ein anderes Mal auch. Würde ich gerne noch weiter runter. Da blinkt zu viel. Und blitzt zu viel. Aha, da hören wir es wieder. Oh ja, ich kann mich erinnern. Eher dunkel kann ich mich erinnern. Das war fies da unten irgendwie. So. Seegleiter.
weiter. Ganz toll. Ja, nein, ich will da vorerst noch nicht runter. Ich finde das super, dass da von diesen Pflanzen viele gibt. Dass man da auch wirklich erkunden kann, ohne dass man ständig Angst haben muss. So. Trotzdem hätte man die zweite Flasche mitnehmen können sollen, müssen dürfen. Naja, wir brauchen ja dann für die Base, die wir bauen, ganz egal wo, brauchen wir dann ohnehin sehr, sehr viele Ressourcen. So, da haben wir auch noch hier. Platz ist noch. Dann würde ich sagen, holen wir uns noch Ressourcen hier. Ja, ist natürlich mehrheitlich Titan. Schade, aber gar nicht. Sind noch so viele Geißelkörbchen. Ah, guck an. So. So, und dann würde ich sagen, wieder rauf. Platz. Naja, ein bisschen noch, aber wenig Sauerstoff schon. Da wäre noch was. Da wäre noch was. Warning. 30 seconds of oxygen. Ja, ist ja alles gut. Ist ja alles gut. So. So. Dann würde ich sagen, super Ressourcenausflug. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Kein Spielverderber sein. Ja. So, und wir schauen dann gleich. Morgige Folge. Also die nächste Folge. Wo wir. Oh, was für ein fieses Wetter. Wo wir unsere Base dann hinstellen. So. Und das könnte man jetzt echt mal scannen hier. Die Purpurranke. So, schön langsam wird das. Wird die Batterie? Ja, leer. Dann brauchen wir ein Batterieladegerät. So, was haben wir denn da Schönes? Wir haben, hier. So, dann haben wir Zeug und Glas. Das kommt rein. Und Titan ein bisschen. Hier. Wunderbar, und dann drüben noch. So, Titan ein bisschen. Und ich würde vorschlagen, wir nehmen zweimal Kupfer. So. Weil für weitere Batterien. Moment. So, und das da unten will ich austauschen. So, genau so. So, Batterien, Batterien, Batterien. Batterien kriegen wir hin. So. Jetzt können wir eine Reservebatterie auch mitnehmen. Oh, der Lichtstab. Auch schön. Auch schön. Schön, schön, schön. Yeah. Das wird gut. So, meine Lieben. Ich muss mal ins Inventar reinschauen. Oh, da haben wir noch. Da haben wir noch Sachen, die wir wegräumen müssen. So, wie gesagt, wir machen es ganz gemütlich. Und entspannt. Jetzt fangen wir uns noch ein paar Fische. Fische. So, ein Glubscherchen. Den fangen wir nicht. Den da wollen wir. Und einen Boomerang. So. Einfach mal was essen. Wegschnabulieren. Kann ich auch nicht schaden. So. Rein mit uns. Nein. Hier ist es richtig. So. Ah, schön.
Wollten wir noch ein Kreislaufteichgerät? Jetzt schon wieder das Teichgerät. So, da könnte man das mitnehmen, das da rein. So, Essen, Essen. Ja, mit dem warten wir noch. So, war das nicht das Kreislauftauchgerät, was wir jetzt gerade so entdeckt haben? Zufällig, nebenbei. So, da brauchen wir Fasern. Einmal Kabelsatz. Haben wir nicht mehr. Können wir aber bauen. So, Kabelsatz, Kabelsatz, Kabelsatz. Super. Fasern und... So. Ja, dann holen wir uns das heute noch. In der heutigen Folge. So, im Osten, da haben wir es. So, Moment. So, da wollen wir her. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, yeah. Dann haben wir da unten, das nehmen wir mit. Das werden wir scannen hier, das Fragment, yeah. So, und dann nehmen wir uns von hier noch, da, 1, 2, 3, oder? Ja, was ist da drin? So, können wir da noch einmal Laserschneider anschauen. Wunderbar. Da ist ja auch noch was. Sowas. So, der Seegleiter, den haben wir zwar schon, finde ich aber gut. Noch weiter irgendwie. Okay, vielleicht sollten wir raus. Oder? Schauen wir nochmal weiter. Diese Nestchen hier. Diese kleinen. Okay, da ist aber nichts mehr. Ach ja. Alles gut. Alles bekommen. So, Notversorgungslager, da müssen wir auch nochmal hin. Ah, Glas. Inventar voll. So was aber auch. So. Zurück zur Kapsel. Gleich so ums Eck bei der Kapsel, ne? Auch heftig. So, da sind wir wieder. Dankeschön. Wir wollen einmal... Das war völlig falsch. Aber ist okay. Später können wir es brauchen. Oh mein Gott, warum hast du das getan? Es war ein Fehler. Sorry. So, dann einmal das hier. Machen wir nochmal. Nochmal, nochmal. Und nochmal. Super. So. Dann würde ich sagen, wir bauen uns jetzt dieses Kreislauftauchgerät. Was haben wir da Neues? Ah, der Lichtstab. So, und hier? Kreislauftauchgerät. The rebreather facilitates extensive free diving by recycling air more efficiently at significant depths. Breathe the freedom. Super. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, einmal er hier, einmal er hier. Herrlich, herrlich. So, wir packen das da rein. So, und unter Glas und Zeug werfe ich jetzt den Rest ab. So. Da ist alles schon... Eieieiei. Eigentlich bräuchte man noch... Komm, wir bauen noch eine Kapsel. Eine Kapsel, so einen Ladeding. Nö, bauen wir nicht. Wir machen das mit dem. Aber da haben wir auch keinen Kopfer. Komm, lass gut sein. Lass gut sein, für heute. So, vielen lieben Dank fürs Dabeisein und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.